Für sie ist der Wettbewerb Neue Stimmen eher ein dunkles Kapitel. Violetta Urmana war vor Jahren bereits in der Vorrunde gescheitert, um dann Weltkarriere zu machen. Man hat mich nicht genommen, ja, oder irgendwo in Klagenfurt. Und ich habe dann auch gesagt, ja, mach dir nichts, dann kommt ja was anderes. Ich freue mich. Und dann tatsächlich kam Mailand, kam Paris und ich war gerettet. Also da, ich reg mich da nicht so auf. Also irgendwo denke ich dann, eine Tür geht zu, die andere wird aufgehen. Hier gehen Zauberfläschchen mit ätherischen Düften auf. Ganz legales Doping für die Stimmbänder, denen Schwerstarbeit im Verdi-Requiem in der Kölner Philharmonie bevorsteht. Noch entscheidender für die ganz große Karriere ist der Sportsgeist. Es gehört zu einer Karriere ja auch dieser Karrierewille dazu. Wie zum Spitzensportler, es gehört ja nicht nur der Siegeswille, ist ein ganz wichtiger Faktor beim Spitzensportler. Und in der Karriere gehört dazu, dass ich wirklich unbedingt Karriere machen will. Ich muss das wollen, sonst schaffe ich es ja auch nicht. Sonst schaffe ich auch nicht die Demütigungen und die Verzichte und diesen Wahnsinnsbetrieb halt. Schon mehrmals passiert, dass man tatsächlich dann wie mit Verbindung zu Gott wirklich ganz, ganz nah ist. Das ist man dann auch nicht. Ich bin dann nicht ich selber. Ich werde dann wie geführt, ja, und dann ist alles leicht, ja. Violetta Urmanas Werdegang mag alle trösten, die gleich in der Endrunde scheitern werden. Wer Beruf